Leute, 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 here we go again. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich freue mich sehr. Wir schauen uns heute Folge Nummer 2 an. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr meinen Channel noch nicht abonniert habt, macht das auch sehr, sehr gerne. Ich sag ja, es wird extrem wild. Und beim letzten Mal hatten wir diesen Stress zwischen Jonah und Bobby. Denn Bobby ist im Internet sehr, sehr aktiv gewesen. Nein, nicht OnlyFans, sondern einfach nur auf Instagram. Und hat irgendwelche Geschichten über Jonah rausgehauen. Der Frauenhasser hat dann ein paar Bilder genommen. Wieder Frauenhasser, dies und das. Deswegen hat Jonah ihm nicht die Hand gegeben. Und ja, wir befinden uns jetzt mitten im Streit. Und beim letzten Mal wurde es schon sehr, sehr laut. Und es wird noch lauter. Was das ist? OMG, das ist Germany Shore. Und das Krasse ist, bei dieser Folge seid ihr in meine DMs geslidet und habt gesagt, ey, wir können das nicht alleine. Hast du gesehen, was da abgegangen ist? Und da, zu diesem Zeitpunkt, habe ich es noch nicht gesehen. Und ich weiß, es wird hier noch viel, viel schlimmer und krasser. Was macht Bobby mit einem Glas? Nein, nicht trinken, das machen alle anderen. Er schmeißt es zu Boden und rastet aus wie Rumpelstilzchen. Mich wundert es, dass er nicht mit seinen nackten Füßen noch so einen Tanz in den Scherben gemacht hat. Ja, das ist das Niveau. Willkommen. Er redet ganz normal, tu mir einmal diesen Gefallen. Gefährlich, unfassbar gefährlich. Hey, was ist los mit dem? Hä? Ja, und diese Frage ist berechtigt. Auf jeden Fall setzen die beiden sich jetzt so ein bisschen abseits von den anderen. Trotzdem kommen so ein paar andere mit, weil sie vielleicht auch Angst haben, dass das noch mehr eskaliert. Du hast ohne Grund gegen mich gehetzt. Ich kannte dich nicht mal. Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Ist okay, mach mal einmal. Aber dann, wo du merkst, auf Instagram läuft das nicht, gehst du auf TikTok, machst noch 2, 3 Videos und sagst, ich bin ein Frauenhasser, schneidest Videos aus dem Zusammenhang, damit denken, ich bin ein Frauenhasser. Warum hast du das gemacht? Sag mal. Und jetzt bin ich gespannt, wie das Rumpelstilzchen reagiert. Eventuell nimmt er 2 Gläser und haut dir gegen den Kopf. Oder was sagt er? Du weißt schon selbst, dass das so ein bisschen natürlich auch auf Comedy-Art ist basiert. Weißt du, was ich meine? Das Ganze ist so ein bisschen lustiger gemeint. Sorry, also ich glaube, da gibt es so ein Missverständnis, das war so Comedy. Hast du nicht gesehen? Ich habe ja normalerweise eine Glatze und da hatte ich so eine Perücke auf, so unterschiedliche, also gar kein Problem, aber war so ein bisschen Comedy, ja klar. Er stellt das jetzt bei mir privat so dar, als wenn das ein bisschen Spaß war, aber es war kein Spaß. Du wolltest Aufmerksamkeit haben, du hast sie nicht bekommen. Also was willst du gerade von mir? Du wolltest nicht. Die Show habe ich wirklich nicht gesehen. Ich habe diese Ausschnitte gesehen. Dann ist es noch schlimmer. Ja, ist noch schlimmer. Das ist das und dann später habe ich das gesehen, dachte ich mir, okay, voll unnötig, das macht keinen Sinn. Dafür entschuldige ich mich. Easy. Alles gut, aber du hast ja gesagt. Guck mal, alles wie gesagt. Ja, und so schnell ist es geklärt. Und das Beste ist einfach, dass er sagt, ja, ich habe die Show nicht gesehen. Ich habe nur diese Snippets gesehen, die sind mir zugeflogen. Und dann habe ich das so ein bisschen zusammengeschnitten. Und ich dachte, wenn ich dich so ein bisschen attackiere, dass die Leute dann auch da vielleicht so ein bisschen auf mein Profil kommen. Weiß doch, wie das Game ist. Comedy, Comedy, Comedy. Aber am besten ist jetzt Julius, denn der mag das nicht. Hey Jungs, ich wollte euch jetzt nicht reingrätschen, aber wollen wir zusammen einen Shot trinken? Bro, wo sind denn die Shotgläser? Bro, wo sind denn diese Shotgläser? Bruder, erstmal trinkst du einen Shot jetzt. Ja, gib mal her, das ist doch zu dumm. Okay, boah, ey, stark. Und ich will nicht wissen, wie weit jetzt Valentina von ihm weggesprungen ist, denn das erste Husten, das erste Röcheln könnte nur bedeuten, dass er wieder Probleme hat, den Mageninhalt bei sich zu halten. Und yep, Alkohol wird hier verherrlicht, muss man sagen, denn es geht in dieser Show um nichts. Nicht cool, aber das ist das Konzept. Deswegen bitte ich wieder alle, die sonst nicht so oft kommentieren. Letztes Mal habt ihr geschrieben, nö, ist top, ich hab mich totgelacht. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der das gemacht hat. Was können wir denn mal heute schreiben als Running Gag? Wie können wir denn heute auf diese Eskapaden reagieren? Vielleicht mit einem OMG-Smiley? Aber ist super. Und natürlich wissen wir alle, zu viel Alkohol? Nö, ist top. Nein, ist natürlich nicht top. Und was bei zu viel Alkoholkonsum passieren kann, ja, zeigt uns Julius, und zwar durchgängig. Das ist unnötig. Das war unnötig, Bro. Ja, du hast recht. Ich glaube, der hat wirklich nicht viel Grips. Ohne Witz, Katastrophe. Und ich sag ja, die drehen alle durch und es erinnert schon so ein bisschen daran, jeder war bestimmt schon mal auf so einer richtig, richtig abgefreakten Party, wo wirklich alles passiert ist, was man sich so vorstellen kann. Und das ist eigentlich Germany Shore. Die halten einfach die Kamera drauf und die lassen das komplett eskalieren. Keine Regeln. Es gibt hier einfach keine Regeln. Beim letzten Mal hat es sich ja zwischen Selina und Marvin so ein bisschen angebahnt. Und bisher hält es, glaube ich, 12 Stunden. Da krieg ich nicht genug von dir. Oh, go, 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 go. Ich hab mich ein bisschen verliebt. Ja. Ja, okay.
Und ja, das ist das große Problem. Eigentlich sind da alle Single, bis auf Valentina. Aber alle probieren es irgendwie bei allen. Und natürlich gehen auch die Jungs auf Selina zu, die aber einfach mehr oder weniger gekonnt blockiert. Aber das sieht auch Marvin. Und Julius ist eh hackedicht. Nein! Oh nein, Bro. Nein, Julius! Bro! Ich weiß, ob es nicht sauer. Oh, geil. Bro! Ah. Julius, du bist so ein Drecksack, Alter. Alter. Und es hätte mich jetzt auch hart genervt, wenn Julius da torkelnd ankommt mit der Flasche, dann alle noch so bespritzt und sich fühlt wie Hamilton auf dem Podium und denkt, ich bin echt lustig. Geil. Du lässt alles mit dir machen, Alter, ne? Alles, entspann oder? Dich doch, Bro. Boah, schwach. Schürf meine Mutter schwach. Was für schwach, Alter? Schürf meine Mutter schwach. Du musst ein Exempel statuieren, Alter. Was? Exempelstatue nennt man das. Ja, und wir haben gerade gesehen, was Bobby gemacht hätte. Der hat schon wieder was fallen lassen. Ich glaube, der hat keine Kontrolle über seine Hände. Der lässt ein Glas fallen. Ich weiß nicht, was er gerade fallen lassen hat. Aber irgendwie hat er Probleme mit dem Greifen, was mir auf jeden Fall an der Stelle leid tut. Aber der hätte auf jeden Fall wieder irgendwas zerstört, um zu zeigen, Julius, nicht mit mir. Wenn du mit einer Flasche ankommst, dann hau ich dich zu Boden. Was ist denn das, diese Bruder? Deine Augen sind so rot. Ja, bist du eingeschlafen? Jonah, ich sag dir ehrlich, du bist von uns allen hier. Der große Hafe, Mann, Digga. Du brauchst dich abkrassen machen. Wenn du noch einmal zu mir sagst, Digga, schau den an. Ich schwör auf meine Mutter. Bist du krank oder so? Ey, trink mal nicht so viel, nerv mich, Julius. Ich hab gesagt, deine Augen sind rot, bist du eingeschlafen? Und er hat zu dir gesagt, du bist der größte Hampelmann. Alter, was ist denn los? Das ist das Problem mit diesen Leuten. Jonah hätte auch sagen können, hey, Julius, du sitzt auf einer orangenen Couch. Und er so, ey, ich deine Blablabla und so weiter und so fort. Alter. Ich akzeptiere echt vieles, aber wenn mir jemand sagt, trink nicht zu viel, bei Shaw, macht keinen Sinn. Bevor du mich anmachst, wieso nennst du mich Bruder? Warum? Wenn ich jemanden Bro nenne, dann fange ich nicht an, irgendwie auf seinen Nacken Witze zu machen. Und Julius fühlt sich hier so ein bisschen auf den Schlips getreten oder er fühlt einfach nur den Alkohol in seinem Blut und weiß gar nicht, was um ihn herum so passiert. Ach, jetzt darf ich nicht mehr Bruder nennen? Hast du mich nicht in der Zeit vorher Bruder genannt? Walla Krise. Julius hat viel zu viel getrunken und Jonah ist eine alte Zicke. Und das in der Kombination ist schon so ein bisschen gefährlich. Kommen wir wieder zu Marvin. Der wurde ja von Bobby gerade gerüffelt. Du lässt alles mit dir machen. Und das überträgt er jetzt auf seine Herzensdame Selina. Was mache ich damit in deiner Meinung nach? Nichts. Nein, du machst doch, nichts. Du machst nichts. Nein, guck mal. Ich hab mich falsch gemacht. Es ist offensichtlich, dass mehrere Männer mich auf jeden Fall attraktiv finden. Ja, okay. Bin ich darauf eingegangen? Nein, ja, also. Und das ist auch das Gefährliche. Da gibt es so ein paar Puppenspieler, die wissen, wie die Kandidaten reagieren, beziehungsweise wie die Leute zum Ausrasten bringen. Und Marvin fühlt sich jetzt so, dieser Bobby hat das zu mir gesagt und ich möchte nicht, dass es so rüberkommt, weil ich bin ein starker Mann. Natürlich würde ich reagieren. Und jetzt fühlt er sich so, als ob er was falsch gemacht hätte und lässt das bei ihr aus. Okay. Ich bin einer. Ich lasse mir das nicht gefallen. Also musst du darauf vertrauen, was ich dir sage. Wenn du es nicht kannst, ey, dann cutten wir das. Ist in Ordnung. So, weißt du, wäre ziemlich schade. Hast du das Gefühl, dass ich dich anflirte oder sowas? Nein, null, ne? Dankeschön. Selbst die beiden reden so ein bisschen aneinander vorbei. Sie denkt, er ist komplett eifersüchtig, ist er natürlich auch, aber Marvin geht's eher um diese Bobby-Geschichte, was der gesagt hat. Ich habe gesagt, dass ich mein nicht Gesicht alles gefallen lassen sollte. Nein, ich habe gesagt, dass ich nicht mein Gesicht verlieren will von Aktionen, die du manchmal bringst. Aber was mache ich denn? Ich tue auch Ding jetzt ist, mal, ne? Dass du irgendwie sagst, dass ich hinter bin. Wann hab ich das gesagt? Nee, Hab ich gesagt, dass er hinter dass er bei mir aufpassen sollte, auf jeden Fall. Und teilweise als nüchterne Person diesem Dialog beizuwohnen, beziehungsweise zuzuhören, ich raff überhaupt nicht, was gerade das Problem ist. Auf jeden Fall haben die sich, glaube ich, alle falsch verstanden. Und Bobby hat natürlich irgendwie Öl ins Feuer gegossen und der lacht sich da gerade einen Ast ab und denkt sich, puh, Player for Life, deswegen trage ich so ein Trikot. Aber das habe ich nie gesagt, dieses Hinterpfiff. Hab ich auch nicht gesagt. Ja, warum sagst du das denn? Hab ich das gesagt? Ich hab verstanden mit Gesicht verlieren. Und ja, man sollte ich hab gesagt, ich verliere mein Gesicht. Weil sie zum Beispiel Aktion aber das bringt. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Nein, hab ich auch nicht gesagt. Das ist ein typisches Beispiel für Stress ohne Grund, denn eigentlich war alles cool. Sie hat gut reagiert, Marvin hat sich so ein bisschen manipulieren lassen, hat sich so einen kleinen Floh ins Ohr setzen lassen und ja, das führt dazu, dass dann irgendwie alles so ein bisschen schlechter wird. Tommy möchte dann auch wissen, was da los ist, wird aber direkt weggeschickt, weil sie dann doch so ein bisschen runterkommen und ja, Tommy und Paulina haben sich dadurch dann auch so ein bisschen gefunden. Findest du, dass wir Feuer legen? Was? Feuer legen? Hm? Feuer legen heißt, wenn man so quasi Stress provoziert, so bei anderen. Wie sieht du gut aus? Ich soll aufhören? Okay, nicht. Und Leute, das ist gerade schon so ein bisschen Love Language, denn ich habe noch nie eine Frau so erotisch erklären hören, was Feuerlegen ist. Das ist einfach so.
wenn du so ein bisschen Stress provozierst. Und ja, Paulina, Tommy, oh oh, it's a match. So, aufhören. Was mach ich denn? Zwischen Tommy und mir ist auf jeden Fall flirty, würde ich sagen. Ja, Tommy ist auf jeden Fall ein guter Küsser. Ja, und wie Tommy plötzlich geswitcht hat und so auf scheues Reh gemacht hat. Hör bitte auf. Und dann dieser schüchterne Blick und Paulina dachte sich, okay, der Junge ist in meiner Falle und zugeschnappt. Tommy hat sich das gleiche gedacht, denn das ist ein kleines Spielchen zwischen den beiden und boom hat's gemacht. Und wir wären hier Zeitzeuge von einem neuen Trash-Pärchen, was eventuell bis heute hält. Sind die noch zusammen? Und ich habe das, glaube ich, in Folge 1 sehr, sehr gut beschrieben. In der einen Ecke machen Leute so ein bisschen rum, in der anderen Ecke gibt es Fame-Fighting. Wir schauen auf die andere Ecke, da ist gerade Jonah mit Julius zugange und ich weiß nicht, ob sie versuchen, den Macarena-Tanz nachzumachen oder ob sie sich einfach versuchen, wegzuschubsen. Same, same, but different. Streit zwischen Männern, so, das ist halt schon so auf dem next level, ne? Du bist der größte Hampelmann, weil du bist nur am Saufen, du kannst nichts außer saufen. Ja, mehr kannst du nicht. Arbeitest du? Ich? Bruder, ich habe drei Jahre meine Ausbildung gemacht. Warum jetzt viel, Bruder? Ich bin der Bruder. Du bist ein Was verdammt nochmal ist hier los? Nein, du bist ein... Und eigentlich, wenn man das so sagen kann, haben sie es ein bisschen besser geklärt, denn normalerweise steht der andere dann auf und rastet so komplett aus. So beleidigen die sich beide mit dem Gleichen und es passiert trotzdem nicht. Das ist schon sehr awkward. Aber wartet mal, hört ihr das auch? Ah, Bobby hat wieder ein Glas fallen lassen. Ich guck mir das total gerne an. Er will doch, dass du niveaulos wirst und dann, weißt du, was ich meine, mitziehst. Ja, und dann, du hast es zuerst gesagt, habe ich ihm auch gesagt, nein. Guck, da merkst du selber, der hat eine Wahrnehmungsstörung. Und Leute, das ist in dem Fall interessant, denn Valentina lässt tief blicken. Es ist so ein bisschen wie im Kopf des Superschurken, im Kopf des Supertrashies. Denn ja, Valentina kennt die ganzen Spielchen und erklärt gerade Jonah so und so macht er das, weil er das und das provozieren will. Das bin doch ich, wie ich Piano spiele. Mal weiß, mal schwarz, die Puppen tanzen. Ich werde so lange nicht mehr normal mit ihnen sprechen, bis er sich bei mir entschuldigt hat, weil es reicht. Ich glaube, die beiden sollen einfach mal schlafen gehen. Morgen ist ja auch wieder ein neuer Tag. Reicht auch irgendwann. Und das ist es und es wird wahrscheinlich so ein bisschen wie bei täglich grüßt das Murmeltier, denn morgens stehen die auf und sind normal, noch nüchtern und begrüßen sich so und reden ganz normal und dann beginnt das Daydrinking und dann beginnt wieder der gleiche Downfall, bis am Morgen alles wieder cool ist und man weiß, glaube ich, gar nicht, was eigentlich dann so passiert ist. So, der aktuelle Stand zwischen mir und Sally ist eigentlich schon sehr kompliziert. Es gibt viele Sachen, die wir klären müssen. Ich glaube, du möchtest halt einfach, dass ich dir so ein bisschen mehr zeige, dass ich halt Interesse an dir habe. Das hättest du mir einfach sagen können. Es muss ja jetzt nicht übertrieben krass viel kommen. So. Aber ich würde mir halt schon manchmal wünschen, dass du zu mir kommst und sagst so, hey, pass auf. Oder einfach mich mal umarmst. Und jetzt hören wir etwas von Selina. Ich glaube, das haben wir im Trash auch noch nie so gehört. Man versucht, sich gegenseitig Verständnis aufzubringen in diesem Format. Germany Shore und sie sagt, möchtest du vielleicht eine Erklärung haben, warum das noch nicht, damit du es besser nachvollziehen kannst? Ja. So. Genauso wie du mir eben gesagt hast, du deine Ängste hast, deine Vertrauensängste hast. So. Hey, ich komme aus einer Beziehung, wo ich komplett belogen worden bin, weißt du, was ich meine? Mhm. So. Und sie hat eben auch Ängste, braucht ein bisschen, um sich zu öffnen. Wir reden hier nach 24 Stunden, whatever. Und dann hat sie eben auch keine Lust, wieder verletzt zu werden. Wir reden von 24 Stunden oder so. Ich will auch nicht, dass du irgendwie traurig bist oder so. Das tut mir wirklich leid. Es ist natürlich zu 80% meine Schuld. Nein, das beruht auf Gegenseitigkeit. Mir tut es auch leid. Und vielleicht mache ich mir einfach zu viele Gedanken. Und vielleicht muss ich einfach ein bisschen lockerer werden und sagen, hey. Hey, einfach mal fünfe gerade sein lassen. Aber ich glaube, Marvin ist generell so ein Typ, wenn du da irgendwas sagst in diese eine Richtung, dann beschäftigt er sich den ganzen Abend damit und dampft aus den Öhrchen vor Wut. Ähnlich wie bei Julius und Jonah. Aber bei Julius hat jetzt eine andere Phase angefangen. Die Phase der Versöhnung. Ich glaube, der weiß auch gar nicht mehr, was passiert ist. Der sieht so Jonah und denkt sich, ist schon süß. Vielleicht sollte ich mich mit dem vertragen. Dafür will ich doch gar nicht entschuldigen, Digga. Aber es war Bruder, kannst du dich einfach morgen dann auf nüchtern entschuldigen, Bruder? Weil das nee, ist nee, ey, ich entschuldige mich jetzt. Bist du jetzt oder das? Ja, Bruder, alles gut, aber... Also Jonah und ich sind ja schon so veranlagt, dass wir immer wieder diskutieren. Ich mag ihn ja eigentlich, auch wenn ich es ungern zugebe, schon gerne. Und so schnell geht's mittlerweile von ich f*** deine Mutter, du Sohn zu hey Bruder, alles cool, komm, wir entschuldigen uns. Wegen was haben wir eigentlich gestritten? Du darfst mir noch einen Kuss auf die Wange geben, das ist alles easy. Und wer jetzt denkt, alles könnte so schön sein, alle kommen mal so ein bisschen runter, gehen ins Bett, machen sich fertig, ja. Da haben sie nicht mit der Ankunft eines weiteren Reality-Stars gerechnet. Ein Reality-Star auf Augenhöhe.
Aber mit Max ist ja ein mutiger Kerl da. Ach. Du bist tot. Du bist tot. Und treffsicher ist sie nicht. Ich glaube, wenn sie noch 8 Meter zurückgeht, wird es auf jeden Fall besser. Tommy kann nicht glauben, was da los ist und kommt jetzt selbst ins Badezimmer, aber ist auch schockiert. Ich denke, das war so fast so wie ein kleiner Hund. Und Tommy weiß auch, man darf sie nicht töten, sonst kommen die überall her. Und weil sie so groß ist, basteln sie so eine Leine. Und ja, die sitzt am nächsten Morgen mit am Tisch. Fast. Ich habe die Schockstarre meines Lebens gehabt. Ihr seid doch die Männer, was soll das denn? Wo ist denn das Vieh? Und es muss eine Paulina kommen, um diese Kakerlake zu zerstören. In der einen Hand ein Schlappen, aber sie benutzt die Laserstrahlen, um diese Kakerlake zu zerstören. Dann gehen alle friedlich schlafen, doch der Morgen beginnt nicht friedlich. Denn Julius, ich habe gedacht, Julius braucht noch einen Moment, um wieder so ein bisschen klarzukommen. Aber Julius hat sich scheinbar über Nacht in einem Keller eingeschlossen und hat am Zaubertrank gerührt. Und dann sind wir wieder beim Spa. Ich wurde aufgewacht von Julius und der ist schon am Trinken. Mehr, wir saufen, wir machen Party, wir machen Skandale. Und noch einmal eine große Warnung an alle da draußen. Wenn ihr zu viel Alkohol trinkt, werdet ihr zu Julius. Das will man nicht. Hast du gekotzt gestern? Mein Highlight war, dass ich nicht gekotzt habe. Und das ist das Ding, der kann nicht mit vielen Sachen glänzen, wenn der beim Arbeitsamt ist in ein paar Jahren. Der kann nur sagen, ey, ich kann schon trinken. Am Anfang habe ich mich übergeben, aber mittlerweile, ich kann's. Wir machen eine kleine Bestandsaufnahme. Im Pool wurde nicht nur die ein oder andere Ehre versenkt, sondern auch ein Stuhl. Ich zögere einfach nicht, wenn es darum geht, Feinde und schlechte Stimmung zu eliminieren. Wie die verdammte Kakerlake und der Stuhl im Pool, das erinnert schon einen an diese Filme wie Project X. Es war schon verrückt. Das war schon verrückt. Und das ist hier Project X, nicht in Real Life, aber im Reality Life. Hallo, ich bin die Nunu. Ich bin 29 Jahre alt. Ich arbeite als Curvy Model und Tänzerin. Und mir ist es sehr wichtig, dass ich Body Positivity präsentiere und andere damit inspirieren kann. Und von wegen, da wird nur gebechert und es gibt keine Message. Wir haben hier Body Positivity. Das ist Nunu, die nicht bei Nanu Nana arbeitet, aber Nunu zieht jetzt in die Villa ein und ja, mit einer Message. Gerne, Jungs, gerne. Was, wie geht's dir? Hi. Wer bist du? Nunu. Jonah, freut mich. Hi. Was hast du für einen Koffer dabei, Alter? Was ist ein Riesenkoffer, oh mein Gott. Mir einen Welcome-Drink gegeben. Fühl dich wohl. Danke, danke. Der Germany Shore Eimer. Germany! 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 Übrigens, weil es viele wieder reinschreiben werden, was ist das für ein kleiner Strich da in der Mitte? Das ist das Pressematerial und das ist noch geschützt mit dem Text in der Mitte und deswegen ist der da weich gezeichnet. Also, es liegt nicht an euch und wenn ihr dabei gerade wart, das irgendwie wegzuwischen, weil ihr denkt, es muss doch irgendwie hier was mit meinem Handy zu tun haben, drückt doch direkt mal auf Like. Würde mich freuen. Also Nunu, sie hat sich kurz akklimatisiert. Akklimatisiert, ja. Akklimatisiert. Akklimatisiert, ja. Akklimatisiert. Akklimatisiert hat sie sich. Richtig gut, ja. Und ich weiß nicht, was mit den Jungs los ist, aber sie meinen offensichtlich karamellisiert. Offensichtlich. Und springen wir mal zurück zu Tommy und Paulina, denn Tommy läuft die ganze Zeit um Paulina und sagt so, du hast mir doch gestern sowas Deutsches beigebracht, wie heißt das nochmal? Was war das nochmal für eine Erklärung? Wenn man Feuer legt, das bedeutet einfach, wie schnell ist man doch? Boom! Soll ich dir zeigen, oder was? Meinen wir so, ja. Soll ich dir zeigen? Ja. Wir waren so, okay. Ich erinnere mich jetzt ein bisschen mehr. Und da hast du gedacht. Nee, das geht nicht. Ich verstehe nicht, warum ich das sagen will. Spielst du oft im Casino? Also magst du oft Spiele machen mit hohes Risiko? Wenn kein Risiko ist, wenn kein hohes Risiko ist, dann spiele ich gar nicht erst. Und dann legt sie ihm gekonnt die Finger auf die Lippen und macht. Wir sehen uns. Ja, also Tommy ist für mich schon Spiele für Erwachsene, muss ich sagen. So wie Looping Louis, Looping Tommy. Wow. Ist schon ein bisschen abgegangen, muss ich sagen. Hey Max, komm mal ran hier. Junge, ich verbrenne in der Sonne. Das Gefühl, da ist ein Elefant im Raum. Der hat nicht gecheckt, dass er da in dem Moment zu viel war. Und der möchte halt nicht in die Sonne, deswegen bleibt Max da einfach sitzen, neben Tommy und Paulina, die da wild rummachen und was weiß ich. Ich glaube, Tommy kann sich von Paulina auch nicht wegbewegen, weil er dann sein Baguette zeigen würde. Auf jeden Fall, Max ist da und starrt die einfach an und ist dabei. Das ist auch ein bisschen weird. Kennt ihr das, wenn ihr ein Date habt und werdet so ein bisschen intim und euer Hund
setzt sich so ans Bettende und guckt einfach so. Wird er immer Max kurz mitnehmen? Ja, klar. Max, komm, wir suchen Feuer. Ja, überredet. Während Max also vom Spielfeld gejagt wird, hat sich die Sache zwischen Tommy und Paulina so ein bisschen beruhigt. Tommy chillt mal woanders, Valentina ist da auch zugegen und sie fragt jetzt mal nach Tommy. Aber wärst du denn offen für was Neues, Festes? Was Neues, was? Ernst? Ja. Ich bin hier, um ehrlich zu sein, um Spaß zu haben. Und so schnell wird aus ein bisschen Spaß mehr Ernst. Und ja, ich liebe die Lachen von Tommy. Der variiert so ein bisschen. Beim letzten Mal hat es mir besser gefallen. Was Marvin gerade gar nicht gefällt, der bekommt so ein bisschen mit, hat wieder so einen Eifersuchtsschub und denkt sich, Bobby starrt aber ganz schön doll auf Selina. Meine Selina, die ich jetzt 26 Stunden kenne. Versuchst du mir jetzt Silly auszuspannen, oder was? Hast du ein Problem damit? Schon ein bisschen. Warum? Weil sie mir gehört. Weil sie mir gehört, sagte der Mann nach 26 Stunden und einer Minute. Allein, dass er das sagt, schon ein bisschen komisch, aber ich mache mir noch mehr Sorgen, dass Bobby wieder was fallen lässt. Und es könnte ja auch sein, dass ich Marvin so komplett falsch einschätze. Vielleicht ist er gar nicht eifersüchtig. Gibt es irgendwelche Sachen, die Selina jetzt machen könnte, auf die man eifersüchtig reagieren würde? Wenn sie mit jemandem anderen tanzen würde oder aber wenn sie sagen würde oder wenn sie jetzt jemanden küssen würde. Wenn sie mit einem anderen tanzt, Hexenverbrennung und ja, und ich habe schon gedacht, der ist wirklich irgendwie eifersüchtig, Alter. Dann kommt es zu einem der typischen Germany Shore Spiele. Eigentlich wird nur eine Frage gestellt und die Gruppe muss antworten, jeder einzeln. Und Germany Shore, die Produktion, versucht einfach nur, diese Leute zu kitzeln, dass sie ausrasten. Und es wird hier noch nicht mal gekitzelt mit Körperkontakt. Germany Shore muss nur antäuschen und manche Leute machen schon. Wer spielt ein falsches Spiel? Das ist richtig krass, die Frage. Ich habe den Julius gewählt. Ist gar nicht böse gemeint. Du fühlst dich gerade angegriffen. Du hast gewählt, dass ich ein falsches Spiel. Was zum Teufel geht hier ab? Wenn ihr einen Menschen kennenlernt, der in meinem Zustand jetzt noch irgendwo irgendwas überlegt und rational und nach Skript machen kann, ich gebe den Nobelpreis. Und irgendwann sagt einer in diesem Interviewraum, Junge, guck mal bitte in die Kamera, denn Julius guckt so links, rechts, der kann nichts mehr fixieren, der ist völlig fertig mit der Welt. Ich habe auch dich genommen. Wer lästert am meisten? Julius in Klammern gewählt, aber nur wegen gestern. Das weiß ich nicht. Und gestern Abend saß ich ja auch da. Das ging ja über Jonah die ganze Zeit. Das war es ja schon lästern, deswegen Julius. Wow! Und Bobby hat gehofft, dass irgendjemand mitmacht. Oh. In dem Fall bist du es, Julius. Krass, ich war wirklich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Und man merkt, dass die Laune von Julius, die kippt gerade. Der hört jetzt öfter mal, dass er ein Problemfall ist, offensichtlich. Und denkt sich, hä? Ich bin doch nur eine Partykanone. Kommen wir zurück zum Strohhalm-Grabscher, denn der hat was vorbereitet. Ich bin ehrlich, ich habe lange nachgedacht, weil eigentlich habe ich erst keinen gehabt. Aber dann, ich muss das erwähnen, Selina und Marv, weil da war eine Aktion, die ich von euch nicht cool fand, habe ich aber geklärt gehabt, dass ihr gesagt hätte, dass ich irgendwie über dich gesagt hätte, dass du hinter 50 wärst und so weiter und so weiter. Aber das ist dein Ernst jetzt? Ist es jetzt dein Ernst? Ja, das ey, warte ey, mal, ey! Sag mal ruhig jetzt! Oh, und Marvin reagiert und Bobby lacht sich in sein Fäustchen. Du hast mich gefragt. Warte, ganz kurz, ich stelle dir eine Frage. Lass mich mal ausreden, verdammte Alter! Lass mich doch eine Frage stellen! Du hast doch mein Gespräch gerade. Wie oft habe ich dir gesagt, dass du das falsch verstanden hast? Du hast die komplette Situation falsch verstanden. Du hast nicht zu mir gestern gesagt, dass du das so wahrgenommen hast? Ja, schon. Ich höre meine Mutter krank. Ich habe Natalias gegen meinen Kopf. Ich habe eigentlich noch. Ich schwöre meine Mutter. Ich habe eigentlich noch was. Ich habe eigentlich noch was, korrekt. Ich schwöre meine Mutter. Ich habe eigentlich noch was. Digga, du machst das sauber. Du machst das sauber, Bruder. Du machst das sauber. Was willst du mir sagen? Ich mach das sauber. Ich habe meine Mutter. Ich habe es nicht gesagt. Und hier merkt man schon, bei einigen Leuten ist es hier Klamauk, jetzt so ein bisschen zu übertreiben und das halt alles für Sendezeit. Also sehr, sehr offensichtlich. Ich hab zu dir gesagt, dass ich gesagt hätte, du wärst hinter 50. Eine Frage. Er hat nicht das Wort hinter benutzt. Ich schürfe meine Mutter, was? Er hat nicht das Wort hinter Ich spüre auf meine Mutter, er tut das, hat er gesagt. Selina. Hat sie das gesagt? Und er so, Bro, bitte nicht mein T-Shirt kaputt machen, das ist das Einzige, was mir wirklich gut steht. Und meiner Meinung nach muss man sagen, der fällt sich komplett wahnsinnig. Sind wir im Kindergarten oder was? Wir alle haben viel getrunken und sie hat mich falsch verstanden. Und daraufhin, das, was sie falsch verstanden hat, hat sie zu dir gesagt. Exakt. Genau. Und dann habe ich zu dir gesagt, ey, sie hat mich falsch verstanden, weil wir viel getrunken haben. Sonst vielleicht ist er weg. Und ich habe dich nie als hinten bezeichnet. Würde ich niemals machen, Bro. Und was könnte Bobby dann sagen? Ja, sorry, war nur Comedy. War nur Comedy. Diesmal ohne Perücke. War nur Comedy.
Und apropos Comedy, das glaubt ihr jetzt nicht. Julius steht ja draußen, der jetzt auch sein Fett wegbekommen hat. Manche haben gesagt, der spielt ein falsches Spiel und irgendwie Problem Child. Und was macht Julius? Bist du wirklich aufgeregt? Bruder, das Ding ist, meine Mutter kommt zu mir und sagt, warum denken diese Leute so über dich? Warum? Was hast du getan, dass die Leute so über dich denken? Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben über jemanden hier gelästert. Aber meine Mutter sieht es und sie sagt, warum? Er tut mir am meisten leid. Nicht mal wegen was hast du gemacht? Bro, du kannst nur hoffen, dass deine Mama dieses Format niemals sieht. Eieieiei. Und das ist auch relativ egal, was die Leute über dich da sagen in so einem Spielchen. Warum denken die Leute so über dich? Nein, Mann. Heult ja jetzt, der heult doch jetzt nicht ernsthaft. Attacke! Naja, wir müssen alle runterkommen, beziehungsweise jetzt mal wieder hoch, denn es steht die nächste Party an und es kommt ein waschechter Reality-Star aus England hier an. Ich glaube, er ist Nelson, Nachname weiß ich nicht, aber wahrscheinlich kennen ihn einige von euch. People call me famous, but I just think I'm popular. Du merkst, der ist einfach crazy, weißt du? Und die Produktion sieht ja schon, es eskaliert komplett. Und jetzt holen sie noch einen internationalen Reality-Star rein, damit es noch weiter eskaliert. Also hier gibt es wirklich keine Regeln und puh. I'm Nathan from Geordie Shore. I'm only here for a few hours. So why I'm here? I'm going to burn the house down. Wait, und sorry, nicht Nelson, sondern Nathan. Und ja, er hat hier einen Auftrag. Er ist nur ein paar Stunden da und der wird hier die Hütte abreißen und das macht er. Und zum Dessert gibt's lecker Micha. Ich hab's richtig gefühlt. Oh! Yes! Yes! Lasst's euch schmecken, Jungs. Und ich weiß nicht, was da passiert, aber auf einmal machen alle rum. Wir haben hier die Zunge von Julius, wir haben die Zunge von Micha und wir haben die Zunge von Nathan. Hey, Paulina. Unter uns, ich war komplett schockiert. Ich eigentlich nicht. Ich war komplett schockiert. Ich nicht eigentlich. Und man sieht das Tommy an, der fragt sich die ganze Zeit, passiert das gerade wirklich? Passiert das gerade wirklich, was hier abgeht? The hell? I've been here 2 minutes. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Und ich kann mir vorstellen, was die Mutter von Julius sagt. Das ist mein Junge. Leute, das war's mit Germany Shore, Folge Nummer 2. Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Es war mir ein Spaß, man darf das hier nicht zu ernst nehmen. Wenn wir schon über Mamas sprechen, das ist die Mama von No Brainer Entertainment. Da gibt's keinen tieferen Sinn und der ist nur zu finden im Boden irgendeiner Sangria-Flasche. Oder so ähnlich. Und ich sag ciao.